Podfight. Wir leben Wrestling. Goldberg beleidigt Vince McMahon. Während eines Auftritts beim Steve and Captain Evil Podcast hat Goldberg gegen Vince McMahon geschossen. Goldberg äußerte seinen Frust und betitelte McMahon als Stück Scheiße. Der 52-Jährige erklärte, dass Vince McMahon ihm für seine Niederlage gegen Roman Reigns bei Elimination Chamber 2022 ein würdiges Retirement-Match versprochen hatte. Dieses Versprechen löste McMahon jedoch nie ein. Hat Cody Rhodes bereits bei WWE verlängert? Laut einem Bericht von Dave Meltzer hat Cody Rhodes bereits im Oktober eine Vertragsverlängerung bei WWE unterschrieben. Laut Fightful ist noch nicht sicher, ob Cody bereits einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Jedoch soll WWE ihm im Oktober bereits einen neuen Vertrag vorgelegt haben. Ein langfristiger Verbleib von Cody Rhodes bei WWE scheint so gut wie sicher zu sein. MJF will großer Schauspieler werden. AEW World Champion MJF hat in einem Interview mit comicbook.com verraten, dass er in 5 Jahren gerne ein etablierter Schauspieler wäre, den man regelmäßig im TV oder Kino sehen kann. MJF betont jedoch, dass seine Wrestling-Karriere darunter keineswegs leiden sollte. Sein Ziel sei es, in einigen Jahren sowohl Vollzeit-Wrestler als auch Vollzeit-Schauspieler zu sein. Er orientierte sich dabei an Vorbildern wie The Rock und John Cena, so MJF. AEW verpflichtet Shibata. Tony Khan hat auf X die Verpflichtung von Katsuyori Shibata verkündet. Shibata ist somit ab sofort fester Bestandteil von AEW. Die japanische Legende absolvierte bereits einige Matches für AEW und ROH in der Vergangenheit. Shibata selbst erklärte, dass AEW nach seiner Zeit bei New Japan Pro Wrestling wahrscheinlich die letzte Station in seiner Karriere sein wird. CM Punk bestreitet erstes Match. CM Punk hat in einem Live-Event im Madison Square Garden sein erstes Match für WWE seit knapp 10 Jahren bestritten. Punk besiegte Dominic Mysterio. Nach dem Match erklärte Punk am Mikrofon, dass sein Sieg beim Royal Rumble und ein WrestleMania Main Event noch lange nicht das Ende seiner Story sein werde. Darüber hinaus vermeldet Fightful, dass das Event im Garden die umsatzstärkste Non-TV-US-Veranstaltung aller Zeiten in der Geschichte der Promotion gewesen ist. Das Event war ausverkauft. Liv Morgan vor großem Push? WWE plant einen größeren Push für Liv Morgan, wie Dave Meltzer berichtet. Wie bereits erwähnt, ist Morgan derzeit suspendiert. Die Suspendierung soll jedoch keine Auswirkungen auf den geplanten Push haben. Es wird erwartet, dass die 29-Jährige nach ihrem Comeback möglicherweise um einen großen Titel bei den Frauen kämpfen wird. Zelina Vega verlängert Vertrag. Laut einem Bericht von PW Insider hat Zelina Vega einen neuen Vertrag bei WWE unterschrieben. Der Vertrag soll über mehrere Jahre laufen.